So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir auch mitten im Spiel in Deadly Premonition, im, glaube ich, großen Finale, wenn wir hier zum Ziel kommen. Wir haben in den letzten Folgen Thomas besiegt, wir haben George besiegt und jetzt müssen wir, oh Gott, das sind Zombies. Ich steige hier mal in Yorks Wagen, die beste Karre im Spiel, die ich mir mit Mühe mit Nebenmissionen erbeutet habe. Zum großen finalen Punkt. Ich ignoriere die Zombie-Horden mal einfach, weil wir, die müssen wir ja nicht wirklich machen. Zack, I'm getting a really bad feeling about all this. I truly believe George was the murderer that we were after, but killing him, of course, does not solve all the murders related to the Red Seeds. I do not know if what Harry said is true at all, but the answer to the mystery of those Red Seeds is here in this town. I'm sure of that. I failed as an FBI agent. I left Emily alone as I slept through an entire day. Zack, I need you to pray with me. Pray that things have not gone too far. Ja, ich habe ja so ein ganz gutes, ungutes Gefühl bei Emily. Könnte mir echt vorstellen, dass sie nicht überleben wird, weil das wäre halt so typisch narratives Muster. Und muss ich hier abbiegen? Wo muss ich eigentlich hin, ist die Frage. Ich fahre einfach mal in Richtung Pfeil. Aber tatsächlich weiß ich gar nicht genau, wo ich hin muss. Oh, und warum ist jetzt auf einmal die wilde Horrormusik? Was zur Hölle? Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite des Flusses. Ich glaube, hier vorne ist die Sackgasse. Ja. Fahr ich mal hier lang. Ich meine, so ungefähr kenne ich ja mittlerweile die Straßen von Greenvale. Und die Infrastruktur recht gut. Oh Gott! Ja. Also die Autosteuerung Deadly Premonition, das ist halt immer ein Abenteuer für sich. Da zuckt das Auto manchmal auch random herum. Man sieht es ja jetzt alleine auch schon, wie die Bäume da hinten aufploppen und alles. Das ist manchmal alles sehr... Aber gut, darüber habe ich ja jetzt im eigentlichen Let's Player jetzt schon wirklich zu Genüge geredet. Ist das am Friedhof oder was? Das könnte am Friedhof sein. Oder am Schrottplatz. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wo mich dieser Punkt hier hinführt. Oder ist das... Das ist George's Haus. Was sollen wir denn bei George's Haus? Okay, los geht's, Leute. George's Haus? Ah, wahrscheinlich suchen wir noch einfach nach Hinweisen, weil wir haben ja George als einen Raincoat-Kill entlarvt. Auch wenn halt immer noch Fragezeichen hinter Forest Cason stehen. This is most strange, Zack. I thought this story was all over. But it looks like there's something else before we get to see the ending. Das stimmt. Ganz ist die Geschichte noch nicht vorbei. Müssen wir hier wahrscheinlich auch noch nach Hinweisen suchen. Moment, hier kann ich... Ah, ich kann drunter schauen. Schauen wir einfach mal. Ach, jetzt hat das weggemacht. Okay. Okay, da sind wieder diese... Ich würde sagen, ich speichere einfach erstmal. Denn wie wir alle wissen... Ein Speicherpunkt ist wirklich das Allerwichtigste in Deadly Premonition. Dieses Spiel stürzt ab, wie, wann und wo es einfach will. Okay, da bin ich ja von der anderen Seite reingekommen. Da ist rot, also da wird es wahrscheinlich weitergehen. Hier ist auch noch was, da kann ich mich rasieren. Und ansonsten, okay, Moment, hier kann ich einfach ein bisschen vandalieren. Quasi richtig professionell als FBI-Agent hier am Ich glaube, das ist dieses flackernde Licht oder so, dieses komische Geräusch. Ja, gehen wir einfach mal hier lang und schauen mal, ob wir hier irgendwas finden. Da ist doch was.
Verbandskasten. Ist ja nicht so, als würde ich hätte ich Verbandskasten realistisch jemals gebraucht in diesem Spiel. Ab und an vielleicht, aber eigentlich auch nicht wirklich. Gut, dann zum roten Punkt, beziehungsweise, falls da noch irgendwas hier drin ist, schaue ich auch mal hier rein. Ich glaube zwar, dass das nur da wahrscheinlich das Waschbecken ist, oder vielleicht kann man da auch irgendwie nochmal Zeit vorwärts, aber sonst, oh nee, hier ist doch noch was. Ausgestopfter Hirsch. Und die Sammelkarte nehme ich dann halt natürlich doch nochmal mit. Wenn ich eine Sammelkarte bekomme und das ordentlich Money dabei und sonst, das sieht ein bisschen auch nicht mehr ganz so geputzt aus. Gut, Leute, let's go. Okay, ich dachte gerade, da ist einfach nichts, aber nee, wir können schieben. Es ist eine geheime Tür. Die geheime Tür wäre tatsächlich weniger aufgefallen, wenn da nicht dieses Laken davor gewesen wäre. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ist jetzt nicht das beste Versteck, wenn man hinter einer verborgenen Tür so ein Laken davor legt, was so aussieht, als wäre dahinter etwas versteckt. Dann könnte es vielleicht ein bisschen auffallen. Okay, was ist da überall? Irgendwelche Bibelverse oder was? Eine Menge Fotos von Emily. Wir wissen ja aber schon, dass George von Emily ein bisschen besessen war und dass die Ablehnung ihrerseits gegenüber George ja auch ein bisschen für Georges Wahn gesorgt hat. Im Zusammenhang mit halt natürlich seiner traumatischen Kindheit. Spähen? Na gut, spähe ich einfach mal. Oh je, da sitzt jemand. Ich habe ein ganz mieses Gefühl über das hier. Außerdem, was soll das hier denn? Hier sind überall Seile, Fäden, irgendein komisches Bett. Also hier sind Fotos von Emily. Diese waren das voller Bilder von Emily. Das sollte Emily besser nicht sehen. Ist hier alles vollgeschrieben? Was ist hier? Was ist hier denn? Sind das auch Fotos von Emily? Oder was ist da drauf? Ich kann es ehrlich gesagt nicht erkennen. Das sieht aus wie ein USB-Stick, der da drauf ist. Moment, ich kann hier observieren. Kleider auf dem Königsbett. Es sieht nicht gerade bequem aus. Ja genau, hier liegt Kleidung, aber normale Jeans, normales Unterhemd, hier so normales ein Poloshirt oder was das war. Leute, ich habe ein bisschen Angst. Aber irgendwann muss man auch mal einfach noch, also ich finde es ja immer noch interessant, wie York bei allem vorgeht. Immer alleine in irgendwelche Häuser eindringen, in irgendwelche Sachen. Ich wähle jetzt schon mal die richtige Waffe aus. Ist ja nicht so, als könnte man vielleicht mit, wobei halt vom Polizeirevier, da waren auch noch andere Mitarbeiter bald in der Geschichte nicht vorgestellt. Oh je, Leute. Was erwartet uns hier? Ist es vielleicht die tote Emily oder wer ist das? Was ist das? Was zur Hölle? Meeting the mother is always a bad experience after killing the son. Die Mutter von George? Puh. Zack, look. Das umgedrehte Friedenssymbol ist gar kein Friedenssymbol. Es ist ein Baum. Okay, ja, das macht tatsächlich, das ergibt Sinn. Darauf hätte man tatsächlich auch früher kommen können, aber wenn man nicht viel drüber nachdenkt, sondern das einfach irgendwie hinnimmt. Ich meine, es sieht halt auch, es könnte halt auch einfach irgend so ein kryptisches Symbol sein. Aber ja, ein Baum. Das führt uns natürlich auch wieder zu Mr. Forrest Cason, dem Baumhändler dieser Stadt, der immer einen Baum in einem Blumentopf mit sich herumträgt. Ach, Forrest. He's the one.
Ja, das, wir wussten ja schon, dass er Emily nicht zum Krankenhaus gebracht hat. Oh, kommt. Okay. Emily. Hoffentlich ist es für Emily nicht schon zu spät. Kommt zum Theater, dort wird sich der letzte Vorhang heben. Er erwartet uns also. Es ist quasi eine Falle. Ja. Also anscheinend hat George, gut, seine Mutter hat ihn misshandelt und dann hat er seine Mutter umgebracht und irgendwie, ich weiß nicht genau, was er mit ihr gemacht hat, aber es sah so aus, als würde halt so Wurzeln oder der Baum aus ihrem Körper wachsen. Natürlich wird gespeichert. Ach, Forrest. Previously during the investigation. Welcome to Greenvale. Agent Francis York Morgan. You're out of your mind. The goddess won't smile for you anymore, George. Emily. Which room is Emily in? If that wasn't a reversed peace mark, red tree. Zach, I need you to pray with me. Pray that things have not gone too. Okay. So, mal ein Timeskip in die Vergangenheit des ersten Raincoat Killers. Ich spiele jetzt den Raincoat Killer? Kann ich auch angreifen? Nee. Episode 6. Zack Morgan. Doch, ich kann angreifen. Ich meine, sehr behäbig, aber es geht irgendwie. Leute, wir spielen den... Oh. Leute, ich hätte nicht erwartet, in strömendem Regen mit einem Mann, der eine Axt hinter sich her schleift, in einem roten Regenmantel Menschen abzuschlachten, während Amazing Grace im Hintergrund läuft. Habt ihr das erwartet? Ich meine, bei Deadly Premonition, es ist so viel passiert, was man nicht erwarten konnte, was man nicht erwartet hat. Ich kann übrigens gar nicht zum Zielmarker gehen, irgendwie, weil hier eine Versperrung sind. Aber das ist jetzt schon wieder so ein... Im Kontext dieses Spiels alles so. Das passt gar nicht mehr in bewertbare Rahmen wie schlecht und gut rein. Das ist schon irgendwie. Da muss man. Entweder man sagt, das ist Kunst oder man sagt, das ist Abfall. Aber das ist halt.
Das ist Deadly Premonition, meine verehrten Damen und Herren. Amazing Grace. Wir spielen einen Massenmörder, der irre Leute hier umbringt, der eine Achse, der sich herschleift, auf Gras und natürlich Sprühfunken. Es regnet, es ist Nacht, es ist 1956. Auf dem Bild ist so ein leichtes Grisseln. Das kann aus so einem total verkorksten Arthouse-Film kommen, so einer Studenten-Arthouse-Produktion, so richtig, wir machen Kunst. Es kann so ein richtiges, versagtes Experiment sein. Oder das ist halt nah an einem Meisterwerk so. Das hat halt, das ist Deadly Premonition. Und ich glaube, ich lasse einfach noch die Musik spielen, während ich versuche, zu dem Marker zu kommen, wo ich nicht weiß, wie ich zu dem hinkommen soll. Vielleicht möchte ich einfach die andere Richtung gehen. Was ich übrigens schön finde, ist, dass der Regen, dass man sich bei dem Regen gerade auf dem Bild, vielleicht seht ihr das auch, nicht sicher sein kann, ob es so ein Bildflimmern ist oder Regen ist. Es könnte beides sein. Seht ihr diese ganzen Striche so? Also oberflächlich nimmt man es als Regen wahr. Aber es könnte halt auch einfach dieses Bildflimmern sein. Das ist einerseits vielleicht sehr schlecht gemacht, weil sie keinen Regen hinbekommen haben. Deshalb einfach dieses Flimmern über den Bildschirm gemacht haben. Aber andererseits hat das dann natürlich, wie so bei vielen sehr, vielleicht einfach sehr schlechten Sachen in Deadly Premonition, man auch einfach metaphorisch was reininterpretieren kann. Und sagen kann, ja, der Regen, das Kartenflimmern, die Vergangenheit, das soll so sein, das spielt alles miteinander. Das ist halt echt das, was, glaube ich, die Faszination Deadly Premonition ausmacht, dass hier so viele katastrophale, ich will es mal echt so sagen, katastrophale Scheiße passiert in der Entwicklung und dass das Spiel so ein in vielen Belangen Katastrophenprodukt ist, was in dem Zusammenspiel aber für viele dieses Kunstwerk dann ist. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht musste ich einfach hier rumlaufen und nichts machen und Amazing Grace lauschen. Die Uhr schlägt 12. Okay, jetzt wurde ich anscheinend geportet und die Zeit läuft ab und das Greenway-Theme läuft. Und ich bin sehr nah am Ziel. So, hier schön einfach durchschnetzeln durch die Gegnerhorden. So, wir sind jetzt fast da. Hier am großen Glockenturm vom Rathaus von Greenvale oder von der Gemeinschaftshalle oder wie das Gebäude genau hieß. Da ist auch schon das Ziel. Die Uhr spielt verrückt. Was wird uns hier erwarten? Ich meine, das hatten wir ja schon in der ersten Rückblende gesehen. Und natürlich Forrest Cason. Er steckte die ganze Zeit hinter allem. Forrest Cason, er steckte die ganze Zeit hinter allem. Schon 1956 hinter dem ersten Raincoat-Killer-Vorfall und dem der ersten Katastrophe. Ja.
Daddy, Mommy, and Grandpa. Everyone's acting strange. It's okay. Stimmt, das da vorne ist der Typ in dem Cowboy-Hut, da hinten ist der Onkel. Das sind alle Figuren, die wir bisher kennengelernt haben. Und auch die Kinder. Autsch. Zack, the situation has gone way out of control. We need to get inside the theater. Auf jeden Fall möchte ich speichern. Zack, they're currently being controlled by an unknown force. Let's try not to hurt them if we can. Ja, versuche ich sehr, sehr gerne. Da haben wir den alten Onkel. Wer ist der? Der Typ, der immer bei der Milchbahn war. Ignoriere die. Da ist das hier nicht der Butler vom Mr. Stewart? Ich glaube schon. So, und jetzt werden wir uns hoffentlich endlich. Nee, immer noch nicht. Wir stellen uns immer noch nicht Forest Casen. Wir speichern wahrscheinlich erstmal ab. Wir sind jetzt, ich frage mich, wo wir immer sind. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir hier irgendwie im Inneren von seinem Kopf sind. Da wir ja tatsächlich, wenn wir hier sind, immer irgendwie mit, irgendwie, keine Ahnung, mit seinem tiefen Selbst oder so reden. Ich habe ja gespeichert. Ja, ich habe gespeichert, alles gut. Das große Finale. Los geht's. Very well. Off you go, Mr.